Ze hebben twee bussen voor de doel geparkeerd. Ja, twee. Genau, ja, het is hetzelfde. Ja, das war jetzt vielleicht nicht das schönste Spiel. Ja, also mein Gefühl ist, das war in der ersten Hälfte nicht so ein schönes Spiel. Ja, kann man so sagen. Aber wen interessiert denn jetzt bitte noch die erste Halbzeit? Und damit ab jetzt gut gelaunt, moin und... Welcome to my show. Aber... Jetzt muss ich ihn wahrscheinlich die nächsten Wochen ein bisschen einfangen. Mach du das und wir machen die neueste Folge Werder TV Inside nach dem Heimsieg gegen Freiburg. Okay? Bitte. Ja, was für ein geiles Werder-Wochenende. Das würde ich auch unterschreiben. Absolut zu Recht, Carmen. Zu euch kommen wir aber später. Erstmal kommt das. So, welcome to my show. Nein, ich meinte das. Werder-Tore sind einfach die schönsten Tore. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so hier mit durch die grün-weiße Brille oder so. Ich meine, bestätigt mir das doch bitte mal. Also was meint ihr, was sind für euch die allerschönsten Tore? Und ohne euch in eine Richtung zu zwängen, aber das Gute an Werder-Toren ist ja, die gibt's einfach immer. Ja, auf jeden Fall. Wir sind froh, dass die Serie mit den Toren und dass wir sind weiter umgeschlagen in dieser Rückrunde weitergeht. Ja, vielleicht jetzt nach dem Spiel, wenn du das mich so fragst, dann denke ich, ja, stimmt. Aber im Spiel, dann ja, denken wir da nicht so an eigentlich. Ich glaube, das müssen wir auch nicht machen, weil dann wollen wir vielleicht zu locken. Und ja, es ist eine schöne Statistik, aber müssen das auch nicht überbewerten. Tja, da hatten wir ja auch gerade die beiden Richtigen. Theo und Davy, unsere beiden Kopfballmonster. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber dass Theo das kann, wusste ich. Bei Davy, puh. Mir überrascht das eigentlich nicht, aber ich verstehe, dass ihr alle überrascht seid. Na dann verrat uns doch mal dein Geheimnis. Ja, aber bei mir ist nicht so schwierig. Ja, ich hatte ihn mal mit Uwe Seeler zusammengebracht, weil das ja von der Frisur her passt. Und seitdem geht das. Es ist einfach nur... ist einfach. Aber wer ist es denn jetzt? Wer ist der bessere Kopfballspieler? Theo oder Davy? Ich habe schon war ja schon viele so gemacht. Oh. Schwierig. Ja, ich glaube ich. Aber Theo, muss ich ehrlich sagen, er kann auch höher springen und so muss ich leider Theo sein. Aber ich bin froh, dass Davy ist jetzt echt torgefährlich geworden und das tut uns aber natürlich gut. Das wäre geklärt, aber wer ist Typ der Woche? So, welcome to my show. Davy, drittes Tor in Folge, ne? Ja, drittes Tor in Folge, also die Mannschaft. Nein, ich denke, Davy hätte sich das schon verdient. In diesem Sinne, was Maxi sagt, denn dreimal ist Bremer recht. Unser Typ der Woche ist unser Triple Dutchman. Unser Typ der Woche ist Davy Klaassen. Unglaublich und ich bin so froh, dass ich den habe. Und ja, das ist ein Topspieler, definitiv. Perfekt, dass Maxi ihn zum Typ der Woche gemacht hat. Oh, ja, das, ja, Glückwunsch. Ja, und jetzt machen wir endlich noch jemand glücklich, denn ein Thema vom Freiburg-Spiel fehlt ja noch. So, welcome to my show. Freue mich, muss ich unbedingt erwähnen, freue mich sehr, sehr für Kapi. Also auch eine Warnung an alle, bei Pavel, es ist nicht so schlimm, es ist ein Schlag, es ging einfach nur nicht. Aber Kapi hat ein super Spiel gemacht, er hält beim Stand vom 0-0 bei einem Standard den zweiten Ball da überragend. Und
Ja, hat der Grieche immer gezeigt, was wir immer schon sagen, dass er ein überragender Torwart ist, ein überragender Typ ist. Und jetzt muss ich ihn wahrscheinlich in den nächsten Wochen ein bisschen einfangen, aber grundsätzlich freut es mich sehr für ihn. Und ja, das war deshalb auch der erste Weg zu ihm heute. Ja, und euer Weg zu unserer Nummer 27 führt genau hier entlang über die Infobox oben in der Ecke. Klickt mal rein. Ich kann euch sagen, da ist das ein oder andere Highlight dabei. Das würde ich auch unterschreiben. Und Highlight ist auch die perfekte Überleitung zu unseren Fußballfrauen. Wir können natürlich stolz drauf sein, das war auch ein wichtiger Heimsieg für uns hier. Ich bin auch froh, dass ich mit meinen zwei Toren hier helfen konnte. Das war so wichtig heute, das war so wichtig, weil wir jetzt einfach ja, noch ein bisschen positiver in die nächsten Wochen gehen können. Wir haben nochmal gesehen, dass wir es können und ja, können den Sieg im Rücken, mit dem Sieg im Rücken jetzt die nächsten Spiele einfach angehen. Das würde ich auch unterschreiben. Also wir haben drei wichtige Punkte eingefahren und es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und das Beste, mit dem 2:1 gegen Frankfurt klettern wir in der Allianz-Frauen-Bundesliga auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Besser geht's eigentlich nicht. Das würde ich auch unterschreiben. Doch, ein bisschen. Zum Beispiel bei unseren Handballfrauen, die haben mit dem Sieg in Mainz einen noch größeren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Überragend. Ach, und die U23? Ja, die hat auch gewonnen. Ha, Werder Herz, was willst du mehr für ein perfektes Wochenende? Welcome to my show, yeah! Alter, war das ein cooles Spiel oder nicht? Ich meine, Freiburg, was die da gespielt haben, das war eigentlich mega. Einfach 25 Leute hinten reingestellt und niemanden durchlassen. Zwei Busse vorm Tor geparkt auf Holländisch, nö. Nö, geht nicht auf Holländisch. Ich finde das gut, dass David das gesagt hat, dann brauche ich das nicht machen. Was fragst du mich eigentlich? Das kann David viel besser. Aber ich muss sagen, Werder, mega viel Geduld und im richtigen Augenblick zugeschlagen. Boom. Zum Schluss interessiert mich sowieso nur die Anzahl der Punkte. Und wir haben drei Punkte geholt und das ganze Rest, ob schön oder nicht schön, ist mir scheißegal. Hauptsache drei Punkte für Bremen. David, Daumen hoch, Typ der Woche. Drei Spiele, drei Tore. Ja, ich habe ja auch nur zwei Daumen. Wo soll ich einen dritten hernehmen? Kannst du mir mal deinen Daumen leihen? Gib mir mal bitte deinen Daumen. Drei Daumen, alles klar. Drei Spiele, drei Tore, David. Besser geht nicht. Leute, und da hat sich ein bisschen was verschoben. Inside gibt es schon am Donnerstag nach dem Pokalspiel. Und nee. Nee, nix. Warum diesen Donnerstag? Ach ja, stimmt ja, Feiertag. Scheiße. Ey, Leute, ich bringe gerade alles durcheinander, aber Karfreitag ist und deswegen muss die Inside-Sendung schon wann sein am Donnerstag. Ist ja wohl logisch. Freue mich und das da und das da und das da und das da. Video und Daumen hoch und liken und ich hoffe, wir sehen uns.